Und in unserer Serie der Interviews mit den Parteivorsitzenden zum Jahreswechsel ist der ÖVP-Obmann jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Dr. Spindlecker. Schönen guten Abend. Herr Spindlecker, ich möchte gerne mit der Bundesheerbefragung beginnen. Niemand kann derzeit abschätzen, wie hoch die Beteiligung bei dieser Volksbefragung sein wird. Gibt es für Sie eine Untergrenze, unter der das Ergebnis nicht mehr verbindlich ist? Die gibt es für mich deshalb nicht, weil die Österreicher sind aufgefordert, daran teilzunehmen, über die Zukunft nicht nur des Bundesheeres, sondern auch des Zivildienstes abzustimmen. Und sie werden auch die Entscheidung treffen, ob sie sich daran beteiligen. Jeder kann betroffen sein, auch von den Auswirkungen. Einerseits, wenn man einen Unfall haben kann und dann von einem Zivildiener auch gerettet werden kann. Auf der anderen Seite, wenn man einer Unwetterkatastrophe auch zum Opfer fallen kann und dann froh sein muss, wenn auch Soldaten da sind, um einem zu helfen. Darum glaube ich aber daran, dass die Österreicher dieses Verantwortungsbewusstsein haben und dass die Wahlbeteiligung gar nicht so schlecht sein wird. Und aber nur um es fix zu machen, auch wenn nur 10% hingehen würden und mit ein paar Stimmen Mehrheit für ein Berufsheer stimmen, dann kommt ein Berufsheer. 10% werden nicht hingehen. Aber Sie haben recht, wenn die Entscheidung ausgeht für ein Berufsheer, dann ist es ein Berufsheer. Das Volk hat immer recht. Das ist eben in der direkten Demokratie so und ich stehe dazu. So haben wir das Volk gefragt. Ist. Und auch egal, wie die Beteiligung ist, werden wir das tun, was da herauskommt. Wir haben es vereinbart, dass das, was bei einer Volksbefragung herauskommt, auch bindend ist für beide Parteien in der Regierung. Und ich halte mich daran. Wie lange wird das Ergebnis denn eigentlich bindend sein? Also wenn die Befragung für die Wehrpflicht ausgeht, wie lange ist die Wehrpflicht dann in Stein gemeißelt? Ja, das dürfen Sie wohl mich fragen, aber nicht den Verteidigungsminister, sonst wäre das ein paar Tage alt. Für mich gilt das, was das Volk bestimmt, einfach für die nächsten Jahre. Wenn nicht sich etwas, wenn sich nicht etwas, lassen Sie mich ein Referenzbeispiel dazu sagen. Wir haben einmal abgestimmt darüber, ob Österreich die Atomkraft haben soll oder nicht. Das hält bis heute, weil das Volk damals bestimmt hat, wir machen es nicht. Und das war eine gute Entscheidung. Aber wenn es für die Wehrpflicht ausgeht oder wenn es fürs Berufsheer ausgeht, ist dann das Thema für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre vom Tisch? Ich sage weder 10 Jahre noch sonst etwas. Wenn das Volk entschieden hat, kann wohl nur auch wieder das Volk etwas anderes entscheiden. Jetzt haben Sie am 5.10., also am 5. Oktober 2010 hier im ZIP2-Studio schon mal zum Bundesheer Stellung genommen und haben gesagt, wir werden vor einer allfälligen Befragung gute Konzepte auf den Tisch legen müssen, wie wir künftig ein Bundesheer aufstellen wollen, denn so wie es heute ist, kann es nicht weitergehen. Nun gibt es von der SPÖ tatsächlich ein sehr elaboriertes Konzept für ein Berufsheer, aber von der ÖVP gibt es 14 Tage vor der Befragung noch immer kein Konzept. Da täuschen Sie sich gewaltig. Wir haben ein Konzept, das steht in der Bundesverfassung. Sie brauchen es nur aufzuschlagen und es steht dort drinnen. Es steht nämlich das Konzept drinnen. Wir wollen eine allgemeine Wehrpflicht für jeden österreichischen Staatsbürger, die 6 Monate dauert. Und wir wollen einen Zivildienst als Ersatzdienst in der Größenordnung von 9 Monaten. Das steht so festgeschrieben. Und das ist auch mein Modell. Ich möchte daran nichts ändern. Die anderen sagen, wir wollen einen Berufsheer haben. Die anderen wollen ein Berufsheer. Und die anderen haben bisher nicht darlegen können, wie ein Berufsheer sich finanziert, wie ein Berufsheer sich rekrutiert, ob es dort genug Leute gibt. Und schon gar nicht sind sie darauf eingegangen, ob der Zivildienst sinnvoll ersetzt werden kann. Das sieht jetzt natürlich der Verteidigungsminister ganz anders. Der hat ein dickes Konzept vorgelegt. Sie haben gesagt vor 1,5 Jahren oder vor 2,5 Jahren hier im Studio, so wie es heute ist, kann es nicht weitergehen. Sie werden ein Konzept auf den Tisch legen. Ja. Aber wo ist das Konzept? Also die 2 Sätze aus der Bundesverfassung sind ja wohl ein bisschen wenig für ein Konzept. Nein, das ist das Modell. Sie haben ja gefragt, was ist der Unterschied zum Berufsheer, das die anderen wollen. Unser System ist die allgemeine Wehrpflicht. Dass man das, wie es heute umgesetzt wird, wie es sich heute darstellt, verändern muss, das ist aus meiner Sicht völlig außer Frage. Der Verteidigungsminister hat ja 6 Jahre Zeit gehabt, tatsächlich den Präsenzdienst zu ändern, in einen Wehrdienst ohne Leerlauf umzuwandeln. Das fehlt. Aber und das mache ich. Und ich darf Ihnen noch ein Beispiel sagen. Ja, ich sage es Ihnen noch einmal. Das Konzept, nämlich das Modell, heißt Wehrpflicht und Zivildienst. Und das Konkrete wird am Tag nach der Volksbefragung, wenn sie ausgeht dafür, von uns auch geliefert. Aber ist das nicht ein bisschen absurd? Die Bevölkerung soll abstimmen über ein Konzept, das sie nicht kennt? Sie soll abstimmen über eine Wehrpflicht, wo sie erst danach sagen, wie die Wehrpflicht aussehen wird? Da helfe ich Ihnen auch auf die Sprünge. Abgestimmt wird über 2 Fragen, nämlich ob man dafür ist, die Wehrpflicht und den Zivildienst beizubehalten oder ob man dafür ist, ein Berufsheer zu installieren und ein sogenanntes freiwilliges, bezahltes Sozialjahr.
Darüber wird abgestimmt. Nicht, ob die Grundausbildung 8 Wochen dauert oder 9 Wochen, ob jemand bei den Pionieren mit einem schweren Gerät fahren können muss oder nicht. Das sind die Details, die nachher kommen. Aber wichtig ist doch zunächst einmal zu klären, muss jeder Österreicher einen Beitrag leisten dazu oder nicht? Gut, ich sage ja, jeder muss in diesem Land auch Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten. Und eine spannende Frage dazu, wie das ausschauen könnte, wäre ja, wer muss dann zum Bundesheer, wenn die Wehrpflicht bleibt? Und da hat ja Generalsekretär Rauch einmal gesagt, die ÖVP möchte die Zahl der Untauglichen reduzieren. Fürs Bundesheer untauglich soll künftig nur mehr sein, wer auch berufsunfähig ist. Ist das Teil des ÖVP-Konzepts? Kann man auch machen, aber noch einmal, diese Fragen werden wir nachher, wenn die Grundsatzentscheidung getroffen ist, zu klären haben. Das ist eine wichtige Information vorher. Also möchte ich das nicht wissen, wenn ich vielleicht für die Wehrpflicht abstimme, ob jeder zum Bundesheer muss, der nicht berufsunfähig ist? Ich glaube, dass jemand, der für die Wehrpflicht abstimmt, was ganz anderes im Sinn hat. Nämlich die Frage, wer wird denn auch notfalls Österreich verteidigen? Wer wird denn auch bei einer Katastrophe zu Hilfe eilen? Gibt es dann überhaupt genug Leute, die auch als Zivildiener den Rettungsdienst versehen? Wer pflegt denn dann die alten Leute tatsächlich in einem Pflegeheim? Ich habe mir da ein Bild gemacht. Ich war im Pflegeheimen, ich war beim Johanniterorden. Ich habe mir angeschaut, wie auch Präsenzdiener heute diesen Dienst versehen. Und da kann ich nur sagen, die machen das großartig. Ich bin auch vollkommen dagegen, dass man jetzt alles schlecht macht, was beim Bundesheer passiert. Ja, da gibt es Defizite, selbstverständlich. Aber wenn Sie heute in eine Ambulanz ins Spital gehen und dort lang warten müssen oder schlecht behandelt werden, sagen Sie auch nicht, jetzt schaffe ich das Spital ab, sondern dann werden Sie sagen, da muss man was ändern bei der Ambulanz. Und das wollen wir auch. Aber das kommt danach, wenn festgelegt ist, ob es wirklich eine Wehrpflicht gibt oder nicht mehr. Und das ist die Grundfrage, die entschieden wird. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir wollen ja auch über die ÖVP noch reden. Der SPÖ-Vorsitzende schließt nach der Volksbefragung eine Umbildung seines Regierungsteams nicht aus. Wie ist denn das bei Ihnen? Werden Sie auf jeden Fall mit dem Team, das Sie derzeit haben, in die Nationalratswahl gehen oder kannst du noch Änderungen geben? Ich habe mich da schon entschieden, dass ich mit diesem Team in die Nationalratswahl gehe. Ich habe ja auch keinen Grund, mein Team zu verändern, sondern ich werde genau mit diesen Persönlichkeiten auch den Wahlkampf bestreiten. Jetzt liegt die ÖVP derzeit bei 23% in den Umfragen. Was ist denn Ihre Latte für die Nationalratswahl? Ich möchte die erste Partei sein, die durchs Ziel geht. Das ist mein Ziel. Warum? Nicht, weil ich selber jetzt einen Größenwahn habe, sondern weil ich glaube, dass wir genau in dieser Zeit, wo wir schwierige wirtschaftliche Bedingungen haben, wo wir Fragen der Sicherheit auch im europäischen Zusammenhang haben, eine Partei brauchen, die führt, die Erfahrung hat, die wirtschaftliche Konzepte bisher sehr gut umgesetzt hat und die auch Österreich in eine Zukunft führt mit mehr Arbeitsplätzen, mit besser bezahlten Arbeitsplätzen, damit wir auch diesen Wettbewerb standhalten. Das ist meine große Sorge, weil jeder soll eine Perspektive in dem Land haben. Wenn Sie nicht Erster werden, sind Sie dann als Parteichef gescheitert? Werden wir sehen, wie das Wahlergebnis ist. Jetzt lassen Sie mich einmal versuchen, auch Erster zu werden. Und ich möchte eine Ansage machen in der Richtung, dass ich das nicht nur werden will, sondern dass ich mich sehr detailliert darauf vorbereite, welche Konzepte ich habe, damit ich die Bevölkerung auch überzeugen kann, dass ich den ersten Platz verdiene. Gut, jetzt wollen Sie Erster werden. Kann eigentlich auch der Zweite oder der Dritte den Bundeskanzler stellen oder steht dieses Amt dem Ersten zu? Der Erste wird mit Sicherheit den Regierungsbildungsauftrag bekommen, aber er muss auch eine Regierung zusammenstellen. Haben wir alles erlebt in Österreich, also das ist ja nicht neu jetzt zu erfinden. Jetzt haben wir es gehört von Professor Filzmeier, dass sich möglicherweise eine Zweierkoalition nach der nächsten Wahl gar nicht mehr ausgeht. Halten Sie in Österreich eine Dreierkoalition, gab es noch nie, für ein realistisches Modell oder würden Sie eine Minderheitsregierung für interessanter halten? Ich halte es für ein gefährliches Modell. Ich sage das ganz offen. Nehmen wir an, bei der nächsten Wahl eine Dreierkoalition halte ich für gefährlich, denn zwei Parteien haben es schon schwer genug, sehen wir auch jetzt, ein gemeinsames Regierungsprogramm zu erfüllen. Wir tun das und ich glaube, wir haben ganz gute Erfolge, insbesondere das Sanierungspaket für Österreich im letzten Jahr verdient auch einen guten Ruf und wir haben ihn mittlerweile auch, weil das Triple E uns wieder gegeben wird. Aber eine Dreierkoalition nehmen wir einmal an zwischen SPÖ, Grünen und Stronach. Ja, das ist für mich nicht etwas, was mich erfreuen würde. Zwischen SPÖ, ÖVP und Grünen? Bleiben wir mal beim Beispiel SPÖ, Grüne und Stronach. Dann würden auf der einen Seite die Belastungen steigen. Bleiben wir und doch auf der mal, anderen Seite doch mal beim realistischeren Modell. Euro aufgeben und den Schilling wiederherstellen. Also ich glaube, das wäre wirklich eine sehr unsinnige Variante. Interessante mathematische Koalition, die Sie da aufstellen. Also wie sich die ausgehen soll, weiß ich momentan noch nicht. Ja, ich Gott sei Dank auch nicht. Darum rechne ich damit, dass wir wirklich mit zwei Parteien eine Regierung bilden können. Reden wir über ein realistisches Modell und das wäre ÖVP, SPÖ und Grüne oder ÖVP, SPÖ und noch eine andere Partei. Ist das etwas Denkbares für Sie?
wenn es sich nicht anders ausgeht, wird man auch darüber nachdenken müssen. Aber ich gehe jetzt einmal auch in eine Wahl mit der Ansage, ich möchte nicht nur Erster werden, sondern ich möchte auch, dass ich mir einen Koalitionspartner suchen kann mit einer anderen Partei, wo ich eine Mehrheit nachher habe und damit auch eine Regierung bilden kann. Wäre ÖVP, FPÖ, Stronach auch ein gefährliches Modell? Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Da sehe ich wenig Berührungspunkte bei der Frage Europa. Wir werden niemals akzeptieren als ÖVP eine Regierung, die sagt, wir wollen aus der EU austreten. Und wir werden auch niemals akzeptieren, dass wir den Schilling wieder einführen müssen und den Euro über Bord werfen. Aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig, also mit einer SPÖ und den Grünen eine Koalition zu bilden und dann eine Steuerlawine auf Österreich loszulassen. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Sind alle Parteien, die derzeit im Nationalrat sitzen, regierungsfähig? Das kann ich bei Stronach noch relativ wenig beurteilen, weil die sitzen erst seit ein paar Wochen im Parlament als neue Fraktion. Ich glaube, das hat sich auch noch nicht bewährt. Da wird man erst sehen müssen, welche Konzepte auf den Tisch kommen, welche Persönlichkeiten angeboten werden. Bei allen anderen muss ich es als Demokrat akzeptieren. Wenn sie Wählerstimmen bekommen, im Parlament vertreten sind, sind sie auch potenzielle Regierungspartner. Sind alle Parteivorsitzenden ministrabel? Das fragen Sie mich jetzt, ohne dass ich darüber jetzt im Detail nachgedacht habe. Aber Sie aber kennen vom die Prinzip, Parteivorsitzenden, ja. Ich kenne sie schon, aber ministrabel ist für mich jemand, der nicht nur Facherfahrung mitbringt, sondern vor allem Führungserfahrung. Und das ist für mich schon ein ganz wesentliches Argument, ob jemand ein Ministeramt tatsächlich ausüben kann. So aufs Erste hinschauen würde ich das einmal allen so zugestehen. Aber wie sich das dann in einer Konstellation, wer welche Teile einer Regierung führt, tatsächlich darstellt, da muss man erst näher darüber nachdenken, wenn man Wahlen geschlagen hat und dann über Koalitionen verhandelt. Herr Spindlecker, vielen Dank für das Gespräch, für den Besuch im Studio. Und morgen ist Herr Spindlecker übrigens schon wieder im Fernsehen, und zwar gemeinsam mit dem SPÖ-Vorsitzenden Werner Faymann, den Wehrsprechern der Oppositionsparteien und 300 Bürgern in einem Bürgerforum zum Thema Bundesheerbefragung um 20.15 Uhr morgen Abend hier in ORF 2. Und damit wechseln wir ins Ausland.